Was für ein Verein seid ihr eigentlich und was genau ist euer Engagement? Wir heißen Kinderhilfe Organtransplantation und wir unterstützen Familien mit organkranken und organtransplantierten Kindern mit einem offenen Ohr für die Ängste und Sorgen der Familie, mit finanzieller Hilfe, mit erlebnispädagogischen Freizeiten und mit Austauschangeboten für Eltern und für Betroffene. Sehr schön. Ihr habt ja bisher schon Geld von Wir Wunder und von der Frankfurter Sparkasse bekommen. Wohin sind denn diese Gelder schon geflossen? Und das Geld fließt auch in unsere Freizeiten. Es sind erlebnispädagogische Freizeiten, wo Familien nach einer langen, schwierigen Zeit oft in der Klinik einfach wieder Kraft schöpfen können, andere Familien mit dem gleichen Schicksal kennenlernen und über Sport und Spiel und Spaß einfach wieder Freude erleben und Selbstvertrauen tanken können. Eine Sache, die ich bei euch so schön finde, ich habe euch ja auch damit mit meinem Spendenlauf Krebs in keine Kilometer unterstützt. Und wie du schon gesagt hast, dass ihr wirklich Familien helft, schon so diese Alltagsdinge einfach wieder quasi erleben zu können, einfach mal rauszukommen, wieder in der Gesellschaft zu sein, finde ich wirklich, wirklich schön bei euch. Ja, vielen Dank. Genau, bei uns geht es eigentlich immer darum, dass die Kinder wieder im normalen Leben ankommen, möglichst normal groß werden können und auch später, wenn sie erwachsen sind, dann mit der Transplantation ein gutes, normales Leben haben. Was sind denn bei euch quasi so Zukunftsprojekte, wo ihr sagt, okay, dafür benötigen wir noch weitere Spendengelder? Also unsere Planung für 2023 laufen natürlich schon auf Hochtouren und es soll eigentlich alles weitergehen an Projekten, die jetzt auch schon laufen. Und wir haben jetzt für dieses Jahr zum Beispiel noch eine große Aktion, unsere Weihnachtsaktion, wo wir Familien auch wieder, die finanziell schlechter gestellt sind, die Möglichkeit geben, ihren Kindern eine Weihnachtsüberraschung zu machen. Wir sehen das so ein bisschen. Kurze Frage, was waren da so Geschenke von eurer Weihnachtsaktion von den letzten Jahren? Hast du da so Beispiele? Also wir haben den Eltern quasi einen gewissen Geldbetrag gegeben, einmal für das transplantierte Kind selber und auch für die Geschwisterkinder, weil die oft halt auch zu kurz kommen. Relativ oft, das stimmt, ja. Genau, und haben dann von den Eltern ganz tolle Rückmeldungen bekommen, was es für Geschenke gab für die Kinder. Also da war vom Bobbycar bis zur Spielküche, bis zu der Teilnahme an einer Fahrradtour für einen Jungen, alles dabei. Also wir waren ganz begeistert, wie schön das war. Und die Familien haben wirklich auch sich einfach sehr liebevoll bedankt, weil sie gesagt haben, wir sind uns nicht sicher, ob wir jetzt bei den ganzen Krisen, Energiekrise und so weiter, überhaupt den Kindern sonst irgendein schönes Weihnachtsgeschenk hätten machen können. Und es ist richtig schön zu sehen, wie einfach man eigentlich Kinderaugen zum Leuchten bringen kann bei sowas. Genau, so richtig, ist es. Richtig, richtig schön. Ihr seid ja auf der Plattform Wir Wunder angemeldet. Was war denn so euer Schritt, warum ihr euch dort überhaupt angemeldet habt? Zum einen brauchen wir immer Menschen, die uns Geld spenden, damit wir unsere Projekte machen können. Also wir sind ein kleiner gemeinnütziger Verein, der keine öffentlichen Gelder bekommt, also nur von Spenden lebt und Mitgliedsbeiträgen. Und zum anderen aber auch einfach um das wichtige Thema Transplantation bei Kindern, was vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass es dieses Thema überhaupt gibt, öffentlich zu machen, um mehr Aufmerksamkeit zu schaffen für diese Kinder, die letztlich keine richtige Lobby haben, die eher still leiden. Und da ist es einfach auch immer wichtig, in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein. Hoffen wir, dass wir es damit irgendwie hingekriegt haben, auf jeden Fall. Alles klar.